Ja, guten Morgen. Wir haben es jetzt 7 Uhr. Ich habe jetzt hier mein Lager schon abgebrochen. Ich wollte euch das eigentlich ja noch zeigen. Habe ich aber jetzt den doch nicht mehr gemacht, weil ich ja jetzt, ja gut, doch schon alles abgebaut habe. Nacht war soweit ganz gut. Ein absolut starker Sternenhimmel. Also der helle Wahnsinn. Das einzige Problem war, meine Isomatte ist immer verrutscht und dadurch hatte ich keinen guten Schlaf. Wir hatten es, ja, 6 Grad. Gut, aber es war eigentlich wunderbar. Die Hütte war klasse, das war eine super Ruhe hier, granatenstark. Ich zeige euch nochmal, wie es hier im Hellen aussieht so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist eine Ortschaft. Fragt mich nicht, welche es ist. Aber die hat natürlich wunderbar geschienen, wenn man das so sagt. Also Laternen und so alles an die Lichter. Das sah schon klasse aus. Genau. Hier wird es aber schneller. Wie gesagt, Hütte. Genau, ich werde jetzt zu Ende einpacken, dann werde ich loslaufen zu meiner Wasserquelle, meine Wasservorräte ein bisschen auffüllen. Und wenn denn die Sonne rausgekommen ist, so ein bisschen, werde ich dann erst frühstücken. Und eventuell vielleicht mal gucken, ob ich meinen Biwaksack noch mal ein bisschen trocknen muss. Der war ein bisschen feucht. Und dann melde ich mich dann wieder. Okay, bis später. So, alles wieder aufgeräumt. Alles sauber hinterlassen. Wunderbar. Jetzt geht's los. Hier ist es noch diesig. Aber wir haben es jetzt 7:30, ist eine gute Zeit. So, liebe Leute, ich bin wieder unterwegs. Wir haben es jetzt 7:40. Gut, ihr seht, ich laufe im T-Shirt. Ist zwar noch ein bisschen frisch, aber bevor ich wieder meine Jacke voll schwitze wie verrückt, habe ich gedacht, lasse ich das lieber, es ist auch noch gut. Da vorne sehe ich gerade, kommt die Sonne raus, so ein bisschen. Da. Ich glaube, es wird ein richtig schöner Tag. Muss ich sowieso gucken, dass ich meine Sachen noch trocken kriege. Zumindest den Schlafsack noch mal in die Sonne hängen. Damit ich dann heute eine gute Nacht habe. Genau. Ich gehe jetzt erstmal zur Quelle. Das sieht auch schön aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann mit der GoPro. Schön ins Tal runter gucken. Klasse. Also ich gehe jetzt zur Quelle, fülle meine Wasserreserven auf. Den habe ich ungefähr heute 10 Kilometer, ist ja nicht weit, das weiß ich, aber es soll ja auch gemütlich gewandert werden und ich will ja auch mal Spaß haben und insofern gucken wir mal, was noch kommt. Bis später. Das muss ich euch nochmal geben. Hier hinter der Sonne, hinter dem Wald geht die Sonne auf, kommt schon langsam raus, Nebel lichtet sich, jetzt haben wir hier den Blick in die Tiefe. Fantastisch.
Was natürlich nicht so schön ist, dass hier jetzt auch alles abgerodet ist. Ersten Fichtenmupp, jetzt höre ich auch schon wieder. Hier ist Laubwald, aber überall wo Kiefern sind und so, alles weg. Ihr seht, das ist alles. Leute, ich weiß, wann soll ich gegen die Sonne filmen, aber absolut stark. Nebel verzieht sich. Okay, hier, das ist natürlich nicht so schön, das ist klar, das kennen wir ja. Aber wie die Sonne schon die Kraft hat und die Wolken vertreibt, super. Leute, ich bin hier an der Quelle Bleicheborn und fülle gerade mein Trinkwasser auf. Die war schon immer gut. Allerdings ist ja natürlich auch alles gerodet. Wundert mich, dass die Quelle noch da ist. Wasser aufgefüllt. Ihr seht, die Sonne scheint wie verrückt. Wunderbar. Ich werde das weiterlaufen und dann gucken, dass ich mein Frühstück einnehme irgendwo. Das ist die Quelle Bleichdorn. Eigentlich sehr schön. Stufen. Bisschen wenig Wasser. Also kommt das denn hier noch schön rausgelaufen. So kenne ich das, aber eigentlich eine schöne Quelle. Ein paar Stufen. Genau, ringsherum sieht es aber so aus. Ich weiß nicht, ob sie den Baum da extra hingelegt haben. Will ich mich gar nicht so lange dran aufhalten hier. Leute, die erste Steigung für heute. Auch so ein kaputtgefahrener Weg hier. Aber schauen wir mal. Bin schon wieder am Schnaufen bestimmt. Aber das kennt ihr ja. Ist doch nicht gerade wenig, was man da auf dem Buckel hat. Aber ich glaube, das ist nur die eine Anhöhe hier. So,
Da ist die Straße, wo ich eigentlich gegangen wäre, oder wo ich vorgegangen bin, bin ich ja berghoch. Von da kommend. Genau. Vielleicht da lang, aber das ist nicht mein Weg, den ich gehen muss. Kein Mensch unterwegs. Leute. Irgendjemand will nicht, dass ich hier durchgehe. Habe ich so das Gefühl. Da muss ich mal gucken, wie ich da jetzt drüber wegkomme. Oder dran vorbei. Schaut mal, ich glaube hier links lang. Ich glaube, hier sind da schon welche gegangen. Ich gucke mir das mal an. Kann ich ja direkt mitnehmen dabei. Jetzt hier wieder rum, genau. Ich hoffe, dass ich hier erstochen werde von den Ästen. Irgendwo reintrete. So, geschafft. Ja, super. Ja Leute, das ist dann die Kehrseite hier nochmal. Das ist so eine... Ein Bergbau ist jetzt nicht so. Schuttgrube oder sowas. Schreibt das nochmal in die Kommentare. Oder unten rein, wenn ich das denn laufen lasse. Hier ist natürlich der ganze... Schutt und Müll aufgestapelt. Das da müsste eigentlich die Schutzhütte Brockenblick sein, wenn ich mich nicht irre, vielleicht. Aber schauen wir mal. Da gehe ich jetzt auf jeden Fall hin. Das ist das Schild der Schutzhütte im Brockenblick, wenn ihr es direkt lesen möchtet. Am besten pausieren und lesen. Ansonsten ist die Schutzhütte eigentlich ja schön. Ähnlich aufgebaut wie die andere. Aber ja, dreckig und so ein bisschen versüfft. Ich meine, gut, das könnte man hier noch ein bisschen wegkriegen, aber Leute, nehmt eure Flaschen mit, nehmt euer Plastikzeug mit und euer Taschentücher, euer Müll. Das kann nicht so schwer sein. Genau wie hier auch. Liegt alles voll. Gut, hier sind natürlich öfter mal welche. Schutzhütte ist eigentlich so gar nicht schlecht. Kann man sich auf jeden Fall merken. Hier nochmal eine kleine Bank. Hier noch mit Stein, ein paar Stühle und einen Tisch gemacht. Hier ist noch eine kleine Bank. Also so verkehrt ist das Ding nicht. Auf jeden Fall kann man sich mal merken. Ja Leute, ich habe jetzt auch länger nichts mehr gezeigt. Ich weiß auch nicht, was ich euch zeigen soll, ganz ehrlich. Weil, okay, das ist jetzt hier, ihr sitzt im Hintergrund. Ganz normaler Forstweg, da ist nichts Besonderes zu sehen. So geht es auch weiter. Ja, der Nevels will einfach nicht hoch aufziehen. So, es ist, ja, die Sonne kommt nicht richtig durch jetzt. Es ist frisch, aber na gut, zum Laufen geht es. Wenn man stehen bleibt, muss man sich auf jeden Fall was überziehen. Ja, na gut. Sobald es mal wieder was gibt, was wirklich sehenswert ist, dann nehme ich euch natürlich mit. Und da seid ihr natürlich volle Pulle dabei. Ja, wie gesagt, ein spektakulärer Weg. Als der Lichtblick
dieser Ausblick hier. Wenn der Nebel nicht wäre, wäre es natürlich schöner. Da geht's weiter. Ja Leute, ich bin jetzt eigentlich an der Schütze da angekommen, wo ich heute Abend schlafen wollte. Gut, ich werde jetzt auf jeden Fall schön was essen und mich ein bisschen aufwärmen, ein bisschen ausruhen. Und dann denke ich, dass ich mich wieder aufmachen werde zum Auto, weil wir haben jetzt 10 nach 10. Und ja, so alleine, okay, was soll ich hier den ganzen Nachmittag? Das ist denn doof. Dann mache ich mich wieder auf nach Hause. Dann ist es gut. Dann können auch meine Sachen trocknen wieder. Auf jeden Fall habe ich mir die Hütten angeguckt und weiß für nächstes Mal Bescheid, ob die was taugen oder nicht. Ich zeige es euch trotzdem nochmal. Schadlehmhütte. Schöne Bank. Oh ja. Ja. Ist gut, zwar zum Schlafen. Für eine Person würde es vielleicht gehen, aber eigentlich zum Schlafen und ungeeignet. So, ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Das ist die Okertalsperre. Der klägliche Rest. Ist nicht viel Wasser drin. So, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Und dann und dann geht's zurück. Reicht denn auch volle Pulle. Dann habe ich noch ungefähr 2,5 Stunden Fahrt vor mir. Und dann ist es gut. Ja, also bis später auf den Rückweg. Ja, bei mir gibt es jetzt hier Nudeln mit Chili con Carne Pulver. Okay, das kann man nicht richtig sehen wahrscheinlich. Und schön warmen Tee. Der steht hier in der Ecke. Und dann hoffe ich, dass ich dann wieder aufgewärmt bin und Kraft habe, um wieder loszulegen und den Rückmarsch anzutreten. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Ja, endlich wieder auf dem Waldweg in Anführungsstrichen. Nicht auf diese Straße. Das war echt ätzend. Das war überhaupt nicht gut für die Füße. Okay, jetzt der letzte Anstieg. Ich weiß gar nicht, wie die Hütte heißt. Wenn ich denn da bin, filme ich sie auf jeden Fall nochmal. Mal gucken, ob man da hätte pennen können. Aber naja, gut. Schauen wir mal. Genau, meine Batterie von der GoPro ist alle. Habe ich eben in der Hütte auch vergessen zu wechseln. Die sind nämlich jetzt im Rucksack. Also geht das nicht mehr, muss ich mit dieser Kamera filmen. Naja, gut. Dann sehen wir uns oben. Außer es passiert irgendwas Spektakuläres. Ja, von hier kann man nochmal richtig schön auf die Okertalsperre gucken. Auf den Stausee. Es ist nicht viel Wasser drin, komischerweise. Obwohl wir es doch jetzt Herbst haben und es eigentlich gut geregnet hat. Na gut, Zeit. Na gut, hier geht es jetzt für mich weiter. Geht's da lang weiter?
Da steht mein Auto. Ja, dann drückst du noch runter. Leute, der Weg ist jetzt echt steil und mega rutschig. Also ich werde den Weg hier wahrscheinlich nicht füllen, großartig, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Ich sehe einfach zu, dass ich heil unten ankomme und dann sehen wir uns unten auf dem Parkplatz. Okay, von da bin ich gekommen, bin schon eine ganze Weile unterwegs. Also, der Weg ist schon anspruchsvoll. Anspruchsvoll ist er. Okay, die eine oder andere Stelle hat, die natürlich glatt ist. Durch die Feuchtigkeit. Leute, die nicht trittsicher sind, den würde ich davon auf jeden Fall abraten. Ach, die Bäume sehen auch gesund aus. Jetzt hier rüber. Die Spitze wäre vielleicht mal interessant. So, hier wird es etwas einfacher. Kann ich euch einfach mal ein bisschen mitnehmen. Sehr schöner Weg eigentlich. Liebe Leute, ja, heile angekommen unten wieder, alles gut. Leider habe ich mich dafür entschieden, die Tour nur auf 2 Tage zu verkürzen, anstatt auf 3. Bin ich auch ganz froh drüber, denn die Unterkunft war eh nicht gut. Da hätte man nicht gut schlafen können. Insofern ist das, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Möchte noch einmal Jimmy grüßen, der mich eigentlich hätte auf diese Tour begleiten sollen, leider krank geworden ist. Danke an alle Abonnenten und gerne weiter abonnieren und eventuell liken, und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr auch kein Video mehr verpassen. Das sind die Standardsprüche, die sagt jeder, ich weiß, aber na gut, irgendwann muss ich damit ja nun mal auch mal anfangen. Gut,
Ich danke euch und bis zum nächsten Mal.